Es gibt vieles, was ich an Rosemarie wirklich schätze. Im Moment haben wir gerade wieder eine Bildung zusammen. Und sie ist lange schon Ausbilderin. Und das, was Rosemarie, finde ich, in besonderer Weise in sich trägt, möchte ich durch ein Gedicht von Rainer Maria Rilke ausdrücken. Und ich möchte Sie, so gut ich kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, leben Sie jetzt Ihre Fragen. Und ich freue mich auf deinen Vortrag, Rosemarie. Axel, das finde ich noch speziell, dass du ein Gedicht genommen hast von Rilke, weil das ist einer der Dichter, der mir sehr gefällt. Und ich glaube auch, ich kann auch in dieser Richtung ein bisschen etwas erzählen. Wie wir jetzt begonnen haben, gehe ich natürlich noch einen Schritt zurück. Meine Geschichte hat 1980 begonnen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr weit weg. Damals war ich noch in der Ausbildung zur Physiotherapeutin. Und als mir das erste Mal diese Ausschreibung... Da. in die Hände gekommen ist, da musste ich sagen, so schade, ich habe keine Zeit, ich kann das nicht tun, ich bin noch in der Ausbildung und keine Chance. Aber wenn es wichtig ist, dann wird es wieder kommen. Und tatsächlich, 2 Jahre später, da war ich dann fertig, habe angefangen in einer privaten Praxis zu arbeiten, Physiotherapiepraxis. Und da kam diese Ausschreibung wieder. Und ich habe eigentlich nicht viel gewusst, außer dass mir jemand gesagt hat, das wäre etwas für dich. Und dann habe ich dort gelesen, Becoming Your Own Anatomy. Und ich als Physiotherapeutin, junges Küken, so wie manche sagen hier als Kinesthetics-Trainer vielleicht, ich hatte das Gefühl, ja, ich weiß so vieles nicht und vor allem weiß ich überhaupt nicht, ob das, was ich den Leuten sage, was sie jetzt tun und welchen Muskel sie stärken hier und was genau, ob das eigentlich wirklich passiert in ihnen drin. Und das hat mich immer etwas erschüttert selber. Ich selber war einfach neugierig. Ich habe damals auch Eutonie-Kurs gemacht, weil es mich fasziniert hat, was ich alles merken kann. Ja, so bin ich dann in diese Geschichte hineingeraten. Wir waren damals, das steht auch in meinem dicken Buch, auch um die 40 Leute, der Saal halb so groß wie hier, in einer Tanzschule in Zürich. Und da hat sich eine Gruppe zusammengefunden von Menschen, die kamen aus der Pflege, aber es gab nur wenige aus der Pflege. Das waren Therapeuten aller Art, also Leute aus der Tanzrichtung, Körpertherapeuten, Leute, die massiert haben, Hausfrauenlehrer, Künstler, Musiker. Also ein breites Spektrum an Menschen. Und die alle da waren und offensichtlich irgendetwas geteilt haben, weil ganz klar war es ja trotzdem nicht, was da auf uns zukommt. Und mir kommt einfach immer wieder in den Sinn, so diese Zeit der 70er und der 80er Jahre,
Das war noch eine Zeit, in der man eben nicht, wie Christel Binstein vorhin gesagt hat, schon sagen muss, wie viel es kostet und was dann hinten rauskommt, sondern wo wir alles aufgenommen haben, was man tun konnte, das uns neue Felder aufgetan hat, das uns geholfen hat, irgendwie uns neu zu verstehen. So nach der Erschütterung der 68er Jahre ging es ja darum, ein neues Bild zu entwickeln. Und ich sehe diese Offenheit, mit der wir damals uns in alles gestürzt haben, was angeboten wurde, auch in diesem Kontext. Es war wirklich eine Zeit des Aufbruchs und des Suchens, der Suche nach Selbsterkenntnis, des Selbstfindens. Und das hat mich wirklich dann auch fasziniert, als Physiotherapeutin, die ja gebildet war, zu wissen, um was es geht, die Expertin zu sein für Bewegung und genau zu verstehen, was muss ich tun, was muss der andere tun, die Lösung zu kennen. War das dann natürlich schon ein bisschen intensiv. Wir haben 3 Wochen hintereinander uns auf den Boden gerollt, uns abgetastet von oben nach unten und von hinten nach vorne, uns gezeichnet, fotografiert. Frank hat ein riesen Papier gemacht und mit Lineal, das sehe ich noch von mir, wie er da die längste Zeit gezeichnet hat, um ein Raster hinzukriegen, damit er uns fotografieren kann, in unserer Körperhaltung, von vorne, von hinten, seitlich, damit er nachher nachweisen kann oder wir nachweisen können, wie das gewirkt hat, wenn wir durch diese Schule gegangen sind. Ja, und so war das eine äußerst intensive Zeit von wirklich mehr Bezug und Verbindung zu bekommen zu unserem eigenen Körper, zu unserer eigenen Anatomie. Da ich jetzt natürlich nicht auf die Bilder schaue, weiß ich nicht, ob dasjenige mit dem Skelett auch schon da war. Ja, genau. Also Skelette waren ohnehin eine wichtige Sache, also da war immer mindestens eines. Und im Hintergrund immer noch das Pferdeskelett, zumindest in der Beschreibung von Frank und Lenny, die gleichzeitig zu Hause ein Pferdeskelett auseinandergenommen haben und gesagt haben, und da siehst du und das findet man genau gleich und nach Mustern gesucht haben und so weiter. Also das Thema Muster war ein wichtiges Thema. Aber halt auch unseren Mustern zu begegnen, und das war nicht immer sehr angenehm für mich. Wenn ich dann plötzlich gemerkt habe, dass ich meinen Patienten etwas gesagt habe, was ich so eigentlich gar nicht erfahren kann. Dass ich ihnen gezeigt habe, wie man richtig aufsitzt nach einer Rückenoperation. Gell, Carolina? Das haben wir gut gelernt. Und plötzlich haben meine Annahmen und mein Wissen hat nicht mehr zu dem gepasst, was ich erlebt habe. Und das hat mich wirklich tief erschüttert damals. Also ich habe geheult nach 3 Wochen und ich habe zu Aline gesagt, ich kann nicht mehr in die Arbeit zurück. Sie hat dann gesagt, vielleicht veränderst du nicht gleich alles auf einmal. So. Genau. Jetzt. Dann wollte ich mich noch auf das beziehen von, was Christel Binstein vorhin auch erzählt hat, von dem Drehen von einer Zehe her. Und natürlich haben wir das damals schon geübt. Und weil wir die Ersten waren, hatten wir auch länger. Also es ist vielleicht nicht nur, weil wir Schweizer waren, sondern auch, weil wir alle viel mehr suchen mussten, wie das eigentlich geht. Aber ich habe das wirklich gut gelernt. Und vorgestern hat mich eine Frau angerufen, die war damals in diesen Jahren bei mir in der Therapie und sie hatte eine Frage an mich. Wir haben nicht viel Kontakt gehabt in all diesen Jahren, aber sie hat gesagt, ich habe eine dringende Frage an dich und weißt du,
damals schon, ich habe eben gedacht, du bist ein bisschen eine spezielle Physiotherapeutin, weil damals, das hat mich ja so beeindruckt, dass du mich vom Fuß her einfach umdrehen konntest. So, ich hätte nie gedacht, welche Nachwirkungen das noch bis heute hat. Genau. So, was uns dort auch so beschäftigt hat in Bezug auf unsere Anatomie, da habe ich einen Tagebucheintrag gemacht und ich meine, vieles ist sehr persönlich in diesem Buch, aber und manchmal auch Schweizerdeutsch. Es geht, ich muss die Distanz, die richtige Distanz finden. Gut, nein, geht gut. Genau, ich habe damals geschrieben, unsere Anatomie spüren, zuerst im Liegen, später stehend, im Kontakt mit anderen. Das Spüren vermischt sich mit dem, was ich weiß. Was spüre ich eigentlich wirklich? Welche Teile in mir belebe ich wirklich? Und das hat mich wirklich immer wieder sehr beschäftigt. Was kann ich denn echt spüren? John hat dann gesagt, wir lernen viel über Dinge, über irgendetwas. Aber richtiges Lernen geht über das Sein. Genau, das habe ich vielleicht gar nicht erwähnt. Damals in diesem Gentle Dance Kinesthetic Training war John Graham mit dabei. Und von seiner Arbeit bin ich natürlich auch sehr geprägt worden in all den Jahren. Die Grenzen des Lernens, hat er weiter gesagt, sind unendlich, wenn wir auch glauben, dass wir unendlich verschieden sein können. So. Und vielleicht ist das auch etwas, was uns immer wieder begegnet, das ihr vielleicht auch kennengelernt habt in euren Kinästhetics Ausbildungen oder Kursen und so weiter. Nun möchte ich mich etwas mehr beziehen auf dieses Thema der Fragen, weil das ist ja wirklich interessant, was für Fragen uns damals beschäftigt haben. Und da gab es zum Beispiel sehr weit offene Fragestellungen, mit denen wir uns dann auseinandersetzen mussten. Komm in Bewegung mit dir selbst. Was interessiert dich? Tja, dann haben wir uns 2 Stunden damit beschäftigt. Jeder auf seine Art und Weise und alleine und manchmal zu zweit. Und da ist alles Mögliche aufgetaucht. Manchmal auch die Frage, wie weit denn unsere Unendlichkeit des Seins sein könnte. Ist es möglich, dass ich auf meiner Brust stehen könnte? Frank war überzeugt, dass es geht. Aber leider hat er es uns nie, konnte er uns nie mehr vormachen, wie es geht, wirklich. Wir haben auch Dinge gemacht, wie riesige Papiere am Boden ausgelegt. Dann haben wir einen Stift bekommen und dann hat er gesagt, so, jetzt schließt du die Augen, die waren auch noch verbunden und jetzt folge deinem Stift. Ein bisschen eine Herausforderung. Lieber wäre ich meiner Hand gefolgt, aber naja, ich musste meinem Stift folgen. Und es hat mich eine ganze Weile gekostet, zu verstehen, wie ich denn das jetzt angehen soll. Zumal ich ja als physiotherapeutisch analytisch denkend und so unterwegs war, war das nicht ganz einfach. Ich habe auch irgendwo eine Anleitung gelesen, jetzt taste jemanden ab und schau einmal, was dich interessiert. Aber ich glaube, es ging alles gut. Dann gab es natürlich auch ganz differenzierte Anleitungen.
im Sinne von, jetzt geht das, ja, wir wollen unsere Dimensionen kennenlernen. Anatomie hat nicht nur eine, ist nicht nur eine Frage von Knochen, Muskeln, sondern auch von Dimensionen und Volumen und Richtungen und Linien und so weiter. Und wir haben unsere Dimensionen getastet. Und vielleicht können wir das alle tun. Wir haben zum Beispiel geschaut, also wie breit, wie kann ich diese Distanz hier spüren zwischen meinem rechten und meinem linken Hand und wie weit auseinander sind die denn eigentlich? Und wie ist das, wenn ich etwas weiter nach unten gehe und das vergleiche? Und ich nehme natürlich an, dass ihr das ganz klar spüren könnt. Oder wie tief ist mein Kopf an dieser Stelle? Und an dieser Stelle? Und welche Unterschiede merke ich? Und welchen Unterschied macht es, falls es deine Nachbarin, dein Nachbar zulässt, wenn du von außen einmal tastest? Und ist das dieselbe Erfahrung, wie wenn du dir das selbst gemacht hast? Wenn es einen Unterschied gibt, ja, was ist dann der Unterschied? Okay, und das haben wir natürlich nicht nur mit dem Kopf gemacht, sondern auch beim Brustkorb und beim Becken und bei den Beinen und bei den Armen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das ziemlich viel Zeit gebraucht hat, und wir sind zu ganz viel Erfahrungen gekommen, natürlich auch. Ich muss immer wieder daran denken, dass Christel Bienstein vorhin gesagt hat, ja, aber in Deutschland kann das nicht so lange gehen. Und vor allem, wenn es dann um die Bildung der Leute aus der Pflege ging, das kann nicht so lange gehen, das muss ein bisschen vorwärts gehen. Wir haben weitere interessante Unterschiede gemacht. Und auch das können wir vielleicht einen Moment einfach ausprobieren. Das eine ist, ich lege meine Hand hier auf die andere Schulter. Und das gibt mir eine Erfahrung von dieser Bewegung. Jetzt, wenn wir uns weit vorbeugen und dieselbe Bewegung tun, sodass der Brustkorb etwas nach vorne hängt, ist das dieselbe Erfahrung? Oder wenn du dich einmal ganz weit zur Seite lehnst und dasselbe tust, ist das immer noch dieselbe Erfahrung? Welchen Unterschied kannst du deinen Nachbarn erzählen? Aha.
Gut, okay. Ich sehe schon, wir könnten auch hier die nächsten 2 Stunden damit verbringen. Aber da ich eine Redezeitbeschränkung habe, gebe ich die jetzt auch weiter. Wir waren wirklich auf der Suche. Einerseits haben wir Fragen gestellt bekommen, die uns dann viel beschäftigt haben, und andererseits waren wir auch intensivst auf der Suche, ja, welche Fragen kann man denn fragen, damit das überhaupt Sinn macht. Und das ist gar keine leichte Herausforderung. So. Und ich weiß, ich war da zwar nicht selber mit dabei, aber einmal haben sich zahlreiche Kinästhetik-Aktive getroffen für ein ganzes Wochenende im Schwarzwald, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen, Fragen. So. Und wie sich das ausgewirkt hat für mich als Physiotherapeutin in meiner Praxis, da habe ich eine halbe Stunde mit diesem älteren Mann gearbeitet, der mit Rückenschmerzen bei mir war, und ich habe ihn dann geheißen, auf einen Stuhl zu sitzen, und dann habe ich wirklich ihm immer wieder Fragen gestellt. Ich habe gesagt, ja, was passiert denn, wenn Sie jetzt den Becken ein bisschen beugen und so über Ihre Sitzknochen rollen, und wie ist das, wenn Sie etwas mehr nach rechts gehen, und was merken Sie denn, wenn Sie nach links gehen, und wie ist das, wenn Sie gleichzeitig, ich weiß nicht, mit den Armen in die Höhe oder was immer. Ich weiß die Fragen nicht mehr, aber das waren viele innerhalb dieser halben Stunde. Und dann ist er ganz glücklich aufgestanden und hat zu mir gesagt, man merkt schon, dass Sie ganz viel wissen. Und das mit dem Wissen, und damit komme ich zum nächsten Punkt, nämlich, aha, ja, jetzt habe ich das umgestellt. Ja, gut. Ich gehe jetzt trotzdem hier weiter. Das mit dem Wissen war nämlich so eine Sache, weil als das immer mehr gewachsen ist, wie gesagt, damals waren das Leute, die aus den unterschiedlichsten Bereichen gekommen sind, die Kinästhetik mit Kindern in der heilpädagogischen Schule irgendwo in ihrem Kochunterricht genutzt haben, und jeder hat irgendetwas daraus gemacht, was für ihn wertvoll war. Aber eigentlich wussten wir nie ganz genau, ob das, was wir uns jetzt da ausgedacht haben und das, worum es geht und was wir sagen können, ob jetzt das eigentlich das Richtige ist. Zumal wir dann so viele Unterschiede gesehen und gelernt haben. Und wenn dann noch eine Rückfrage gekommen ist von Frank oder Lenny oder John, dann hast du eh gedacht, nein, ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Aber diese Entwicklung dann, und dann kamen dann die ersten Kurse für Leute in der Pflege, und das hat natürlich noch dazu geführt, dass man gesehen hat, das könnte sich ja mehr entwickeln. Und Susanne Schmidt, die damals mit mir dieses Training begonnen hat in Zürich in den 80er Jahren, die hatte ja schon viel mehr ein Gefühl dafür, nicht nur, muss ich sagen, wegen ihren Hunden, sondern auch wegen ihrem Pflegealltag und ihren Erfahrungen, dass sie gesagt haben, ja, also wenn wir in der Pflege mehr verstehen würden, dann hätten wir auch nicht dieselben Probleme mit unserem eigenen Körper. Auf jeden Fall entstand dann in diesen frühen Jahren auch die Idee, man könnte ja, also das wirklich mehr zu verbreiten, aber wenn man das wirklich mehr verbreiten will, dann muss man auch sagen können, was es denn ist. Dann muss man das auch beschreiben können. Und wir haben so gemerkt, dass wir ganz schnell nicht mehr weiter wussten. Wir hätten mit den Leuten alles Mögliche tun können. Wir teilten eine riesen Erfahrung über all die Jahre zusammen, mit denen wir in Bewegung gekommen sind, aber wir hatten keine gemeinsame Sprache. Und
das ging so weit, dass wir dann einen Brief geschrieben haben an Frank und Lenny. John war damals nicht mehr so eng mit dabei. Und wir ihnen gesagt haben, wir brauchen von euch jetzt eine Beschreibung von den Grundlagen und den Grundprinzipien oder was immer von der Theorie von Kinästhetik. Frank und Lenny haben dann gesagt, ja, das können wir gerne tun. Das müssen wir zusammen tun. Wir müssen uns zusammenfinden und wir haben dann entschieden, dass wir Schreibwochenenden organisieren. Und ich meine, wenn ich zurückdenke, weiß ich gar nicht, wie das ging damals, aber wir hatten unendlich Zeit offenbar, um uns ganze Wochenenden, gell Franziska, du nickst auch, ganze Wochenenden und noch ein bisschen länger, irgendwo zu treffen, miteinander zu bewegen, zu diskutieren. Damals haben wir uns für dieses erste Schreibwochenende bei Susanne Schmidt getroffen, hatten einen wunderschönen Ort, sind im Garten gesessen, haben geschnippelt, aufgeschrieben, Zettel geordnet, um irgendwie eine Ordnung in Themen zu bekommen. Und dann hat jeder gesagt, okay, ich schreibe jetzt zu diesem Teil etwas. Und der andere hat gesagt, ich schreibe zu diesem Teil etwas. Und das haben wir dann gemacht. Und am Schluss hat Lenny das alles eingepackt und dann kam die große Sommerpause. Und als sie zurückkam, waren sämtliche Texte umgeschrieben. Und wir hatten das Gefühl, warte jetzt mal, also was habe ich jetzt verstanden? Und es ging wieder von Neuem los. Aber wir haben so in einem Prozess, in dem wir uns alle eingelassen haben, wirklich versucht, überhaupt Grundlegendes zu verstehen. Und ich weiß, dass wir damals schon die längste Zeit diskutiert haben, heißt es jetzt eigentlich, sind das Konzepte, was Frank und Lenny hier zuordnen, oder sind das Grundprinzipien vielleicht? Oder, und wir haben uns viel mit, was meinen wir eigentlich, wenn wir einen bestimmten Begriff nutzen? Und hier habe ich noch so eine ganz alte Ausgabe, und vielleicht kennen einige diese von euch in einem größeren Format. Das war dann das Resultat dieser langen und wirklich intensiven Auseinandersetzung, wo wir viele, viele Stunden damit zugebracht haben, wie können wir das irgendwie zusammenfassen, was wir zu dem Zeitpunkt verstanden haben und zu dem Zeitpunkt auch verstanden haben, in welchen Feldern wird Kinästhetik auch angewandt. Und ich habe mit Interesse gestern gesehen, dass beginnen tun diese praktischen Anwendungen mit Kinästhetik in der Rehabilitation, das habe ich geschrieben, dann Kinästhetik in der Sonderpädagogik und dann irgendwann, und dann glaube ich mit Kindern, das weiß ich jetzt nicht mehr, und dann kam noch Kinästhetik in der Krankenpflege. Und das Interessante ist für mich immer wieder, da ich ja nicht aus der Krankenpflege bin, sondern Kinästhetik aus einer viel breiteren Perspektive kennengelernt habe, dass ich natürlich dieses Potenzial sehe. Aber ich bin auch sehr berührt über die Entwicklung, die ich miterleben durfte in den letzten ja, eigentlich 30 Jahren, wie sich das eben auf einer professionellen Ebene vertiefen kann. Jetzt möchte ich nur noch ganz kurz etwas sagen zu dem Punkt, den ich noch ausgelassen habe, aber der mir eben auch sehr wichtig scheint. Wir haben damals schon kleinste Gruppen gemacht. Ich habe von Anfang an mich jede Woche mit einer Kollegin aus diesem Training getroffen. Wir haben immer am Montagnachmittag zusammen bewegt, haben irgendetwas getan und dann ist irgendetwas aufgetaucht. Und das waren einfach ganz reiche und spannende Momente.
Später wurde die Gruppe ein bisschen größer, weil andere haben gemerkt, dass wir uns regelmäßig treffen und dass das zu klappen scheint. Und dann sind wir ein bisschen größer geworden und dann noch ein bisschen größer, weil andere wollten ja auch. Und wir haben ganz klar verstanden von Frank und Lenny, man lernt umso mehr, je größer die Gruppe ist. Bis wir auch an Grenzen gestoßen sind, wo wir gemerkt haben, ja, aber nein, ich möchte die Gruppe wieder kleiner haben. Und schon diese Frage, was darf man wählen? Was ist denn richtig, wenn es wertvoll ist, dass wir alle miteinander lernen? Aber das waren solche Auseinandersetzungen, wie können so kleine Netze miteinander zu funktionieren beginnen. Dann hat es auch, und diese Gründung hat stattgefunden, bereits 1980 den Kinesthetics-Verein gegeben, der wurde dann in Zürich gegründet. Ich kann nicht genau sagen, wann Deutschland dazugekommen ist, weil die waren dann auch mit uns zusammen ein Verein. Und die Idee war, auch dort einen Begegnungsort zu schaffen. Also man trifft sich, man kommt miteinander in Bewegung, man erzählt, man tauscht aus, auch wenn man eben nicht mehr zusammen in einem Training ist, wie wir das damals genannt haben. Und es brauchte ja auch Geld, um diese Bulletins, wie wir sie genannt haben, herzustellen und zu finanzieren. Und also jetzt nicht nur dieses, sondern alle Vorgänger, das war bereits das 10. Und deswegen auch brauchten wir einen Verein, damit man mindestens die Druckkosten bezahlen kann. Und als ein Verbindungsorgan zwischen uns, es gab noch kein E-Mail, wo du mal kurz was oder eine Plattform, wo du etwas hinstellen kannst, das waren nämlich ziemlich lange Prozesse, bis da Post hin und her ging. Und insbesondere, wenn es dann noch über die Kontinente gehen sollte. Genau. Und diese Form oder dieses Verständnis finden wir natürlich heute immer wieder. Hier hat sich ein Verein gegründet, der Kinesthetics-Verein Deutschland, so wie sich in der Schweiz dann die Aktiengesellschaft gegründet hat, aus den Menschen, die Kinesthetics und diese Entwicklung von Kinesthetics tragen und weiter teilen und weiterbringen möchten miteinander. Und dabei geht es weniger, dass diese Vereine oder Vereinigungen dazu angetan sind, irgendwie ein Geschäft zu bauen, sondern wirklich diese gemeinsame Entwicklung weiterzubringen. Und so bleiben auch bis heute diese Fragen natürlich, und wie funktionieren solche Netzwerke. Ich möchte ganz zum Schluss, jetzt siehst du, wo tun ich jetzt auf? Doch, genau. Du hast gesagt, Axel, vorhin so meine vielen Fragen. Und wenn ich daran denke, was mir einfach so ganz grundlegend und wichtig erscheint, ist, dass wir uns weiter diese vielen Fragen stellen. Wer bin ich? Also was kann ich merken, wenn ich mich am Kopf kratze? Egal wie simpel oder einfach uns das manchmal scheint. Und was meine ich, wenn ich etwas ausdrücke mit diesem Wort oder mit jenem Wort? Nicht, weil wir uns kritisieren wollen, sondern weil wir uns für diese Unterschiede interessieren. Also etwas ganz Zentrales. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch weiterhin unsere Instabilität erfahren. Nämlich dort an der Schwelle, wo gleichzeitig auch das Entwicklungspotenzial liegt. Und so ein auch etwas, was John Graham uns immer wieder gesagt hat: You are unstable, don't try to change it. Also du bist instabil, versuche dies nicht zu verändern. Und das hoffe ich doch ganz sehr, auch für den Verein Kinesthetics Deutschland
im Sinne einer erfolgreichen weiteren Zukunft.